Hi Leute, heute wieder ein kleines Unboxing-Video. Und zwar habe ich ein Testpaket von Dr. Georg bekommen. Und ja, wir haben sozusagen ein paar Produkte zusammengestellt, ja, die ich mal testen kann. Und ich weiß auch nicht, was drin ist. Deswegen wollte ich das gerne mit euch zusammen auspacken. Und ja, Dr. Georg ist eine Firma, die so ganz besondere Kokosnussprodukte herstellt. Also eigentlich ausschließlich Kokosprodukte. Zum Beispiel Rohkost Kokosnussöl. Und Kokosnussmehl habe ich auch auf der Seite gefunden und Chips und ganz viele andere Sachen. Ja, bin mal gespannt. Ich glaube auch, dass ich nicht alles sofort testen kann. Also das Mehl zum Beispiel, da müsste ich erstmal ein Rezept raussuchen oder so ähnlich, um das auszuprobieren, wenn das überhaupt drin ist, mal gucken. Und das Öl zum Beispiel auch nicht. Also ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Vielleicht mache ich hinten dran einen kleinen Test mit verschiedenen Produkten oder halt dann pro Produkt nochmal ein extra Video. Ja, mal gucken. Ist auf jeden Fall ziemlich schwer, also die haben glaube ich nicht wenig eingepackt. Das ist auch mal schön, eine Rechnung mit 0 Euro am Ende. Also wie gesagt, das wurde mir jetzt gratis zugesandt. Die haben mich auch angeschrieben, ob ich das mal testen will. Und ja, hatte ich auch schon mal vorher von gehört und wollte ich eigentlich schon mal ausprobieren. Kokosraspel, Kokoszucker, nicht Mehl, Chips. Okay, wir gucken mal rein einfach. Ist das hier noch? Matcha-Tee mit Kokoszucker. Ja, ich gucke einfach mal rein jetzt. Okay, das ist schon mal super jetzt. Hier sind ein paar Rezepte drin. Das heißt, vielleicht werde ich einfach die Produkte mit diesen Rezepten testen. Sind köstlich, vegetarisch und vegan oder beides. Kokosflakes. Ja, auf jeden Fall kann ich ein paar davon auch testen. Ja, bin mal gespannt. So, wir haben hier Bio-Kokos-Raspel. Gut, kennen wir jetzt eigentlich, aber ist halt glutenfrei, laktosefrei, caseinfrei. Aber ist halt Rohkostqualität. Ich weiß nicht, ob sonst die Kokosraspel nicht Rohkost sind. Achso, und ist auf jeden Fall Bio, falls ich das noch nicht gesagt habe. Also ist alles biologisch. Die Dr. Georg Bio Kokosraspel sind ungebleicht und naturbelassen. Ja, wusste ich gar nicht. Also es gibt wohl Kokosraspeln, die gebleicht werden. Ich lese mal einfach vor jetzt. Mit diesen Bio Kokosraspel, die innerhalb von 3 Tagen nach der Kokosnussernte aus dem frischen Fruchtfleisch geraspelt werden, bringen sie Pfiff in ihre Speisen. Ob Kuchen, Kekse, Plätzchen, Müsli oder Asiagerichte, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Rösten Sie die Raspel ohne Fett in einer Pfanne und streuen Sie sie über ein Eis- und Schokoladendessert. Ein Traum. Auch als Deko machen die erntefrischen Kokosraspel was her. Werfen Sie Trüffel und Pralinen in Schale, indem Sie sie darin wälzen. Schick sieht es aus, wenn Sie den Rand Ihres Cocktailglases mit den edlen Kokosraspeln verzieren. Ja, Kokosraspel. Ach, guck mal, hier ist so eine kleine Testpakete, Bio-Kokosmehl, 5 Gramm, kann man jetzt da so viel mitmachen, das ist die Frage. Bio-Kokoszucker, Bio-Matcha de Coco, also, ja, wie gesagt, Matcha-Tee mit Kokoszucker, nochmal Bio-Kokos-Raspel-Makaron, sind das die gleichen? Sind glaube ich ein bisschen feiner. Die sind ein bisschen feiner. Und Bio-Kokos-Flakes. Dann haben wir hier noch süße Bio-Kokos-Chips. Wir garantieren, dass wir innerhalb von nur 3 Tagen nach der Kokosnussernte die Bio-Kokos-Chips frisch herstellen.
Nicht raffiniert, nicht desodoriert, nicht gebleicht, ohne künstliche Zusatzstoffe, nicht gehärtet, laktosefrei, caseinfrei. Die probiere ich einfach gleich mal. Das ist auf jeden Fall was, was man so essen kann. Sind irgendwie braun. Oh wow, lecker. Zutaten: Bio-Koko-Chips, Bio-Moscovado, Vollrohrzucker und Salz. Also, super lecker, schmeckt wunderbar nach Kokos und total knusprig. Also, kann gar nicht aufhören. Und das ist was, was ich mir echt öfter mal kaufen würde. Ich glaube, ich komme auf den Preis an. Der steht doch jetzt, glaube ich, nicht auf der Rechnung drauf. Aber super lecker. Also, wenn ihr die mal sehen solltet, beziehungsweise die gibt es ja eigentlich nur in dem Online-Shop, da könntet ihr auf jeden Fall mal testen. Also, sehr, sehr lecker. Da ist eine ganze Menge drin. Ja, Bio-Kokosmilch. Kennt man im Grunde ja auch. Auch wieder innerhalb von 3 Tagen. Und eigentlich nach dem Schälen stellen wir sie schonend aus dem saftigen Fruchtfleisch der Bio-Kokosnüsse her. Zutaten: 80% Bio-Kokosnuss, also Kokosmilch aus kontrolliert biologischem Anbau und 20% Wasser. Ja, Kokosmilch. Was man also aus einer Frucht herstellen kann oder aus einer Nuss natürlich. Ach, hier ist nochmal ein großes Paket mit Mehl. Bio-Kokosmehl. Ja, darauf war ich eigentlich besonders gespannt, weil ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich habe auch jetzt bei den Rezepten, glaube ich, nichts gefunden, wo das Mehl mit dabei ist. Milch, Speisefett, Flakes, Raspel. Ja, steht hier gar nicht drin. Machen Sie mit dem frischen Aroma und der leichten Süße unseres Bio-Kokosmehls Ihre Leibspeise noch leckerer. Das hochwertige Kokosmehl verleiht Backwaren, Suppen oder Süßspeisen tropisches Flair. Da es enorm viele Ballaststoffe, viel Eiweiß und gleichzeitig wenig Kohlenhydrate enthält, eignet es sich perfekt für die vitale Ernährung. Noch ein Wohlfühlvorteil: Es ist glutenfrei, sodass auch Allergiker das cremefarbene Gold genießen können. Für unser Kokosmehl verwenden wir nur erntefrische Bio-Kokosnüsse, die garantiert innerhalb von 3 Tagen nach der Ernte verarbeitet werden. Wir trocknen das entölte Fruchtfleisch schonend unter 40 Grad und mahlen es sehr fein. Es entsteht ein naturbelassenes Premium-Produkt mit dem Aroma der Tropensonne. Ah, hier, Anwendungstipps. Ersetzen Sie bis zu 20% des Mehls beim Kochen oder Backen durch Bio-Kokosmehl. Veredeln Sie Müsli, Joghurt oder Dessert mit Bio-Kokosmehl. Verleihen Sie Ihrem Milchshake, Smoothie oder Lassi mit einem Esslöffel Bio-Kokosmehl einen exotischen Touch. Eintöpfe und Suppen werden mit wenig Bio-Kokosmehl zum Genuss. Ja, ich glaube, dafür werde ich auf jeden Fall ein Testvideo machen. Also auf jeden Fall beim Backen. Ja, Milchshake werde ich auch testen auf jeden Fall. Und in der Suppe vielleicht auch, mal gucken. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, mal schauen. So, ein paar Sachen kommen noch. Ah, Bio-Kokosblütenzucker. Also, krass. Das ist öfter, das ist halt gehört, dass das irgendwer, ich glaube, der Vegan Zombie hat das auch benutzt. Kokoszucker. Also ohne auf den Preis zu gucken, kann ich da schon, schätze ich da einfach mal, dass das extrem teuer ist. Aber
Ja, zum Süßen von warmen Speisen, Getränken und Cocktails. Ja, auf jeden Fall was sehr Wertvolles. Werde ich mit Sicherheit auch testen. Oder kann ich eigentlich gleich mal machen. Bin gespannt, ob das so extrem nach Zucker, also beziehungsweise nach Kokos schmeckt. Also, schmeckt da jetzt Kokos irgendwie gar nicht raus. Also es könnte jetzt auch Vollrohrzucker sein. Deswegen, ja. Also ich glaube, ich würde den Unterschied jetzt nicht merken. Was sind hier Zutaten? 100% reiner Kokosblütenzucker aus kontrolliert biologischem Anbau. Ja, also schmeckt auf jeden Fall sehr neutral. Irgendwie nicht nach Kokos. Aber ja, ist auch aus der Kokosblüte, also irgendwie auch ein bisschen klar. Werde ich dann vielleicht bei dem Kuchen mitverwenden, wo ich das Mehl ausprobiere. Ah, Bio-Kokosöl. Das ist quasi das Rohkost-Kokosöl. Das frische, handgeschälte Fruchtfleisch wird sofort nach dem Öffnen der Kokosnuss zu Bio-Kokosöl weiterverarbeitet. Unser Bio-Kokosöl wird in Rohkostqualität bei 38 Grad Presstemperatur und in einer Kaltpressung hergestellt. Zutaten, ja, Kokosöl. Ja, das kann man wahrscheinlich größtenteils zum Backen und Braten verwenden. Zumindest stand das auf der Homepage drauf, was ich ein bisschen komisch fand, da man ja, ja, das ist halt Rohkostqualität. Und dann soll man zum Backen, Braten und Frittieren verwenden. Ja, hier ist es auch in einem warmen Gericht drin. Wahrscheinlich ist es trotzdem einfach wertvoller, weil es einfach roh gepresst wurde. Ja, werdet ihr auf jeden Fall auch testen. So, eins ist noch. Ah, Kokosmus. Ja, Kokosmus. Unser Bio-Kokosmus wird in Rohkostqualität bei unter 38 Grad Verarbeitungstemperatur hergestellt. Nicht raffiniert, nicht desodoriert, nicht gebleicht, nicht gehärtet. Ist das jetzt einfach ein Brotaufstrich oder wofür soll man das verwenden? Ich mach's einfach mal auf jetzt. Moment. Ja, oben setze ich jetzt bloß das Fett ab. Ist ein bisschen doof. So ein bisschen Buddel nach unten. Ja, schmeckt super intensiv nach Kokosnuss. Und ist auf jeden Fall super fein. Ja, das müsste wahrscheinlich ein bisschen erstmal erwärmt werden und geschüttelt oder durchgerührt werden, damit es richtig schmeckt. Es ist halt noch ein bisschen kalt.
Aber ist ein prima Brotaufstrich. Ein leicht süßlicher Brotaufstrich auch. Und auch ja, ohne Zucker, also ohne zugesetzten Zucker. Also ist wirklich nur 100% reines Bio-Kokosnussmus. Also was ganz Feines. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing-Video gefallen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, was man alles aus einer einzigen Nuss herstellen kann. Und ja, wir sehen uns zu den Produkttests wieder. Und bis dahin könnt ihr auch schon mal auf die Homepage von Dr. Georg gehen. Die schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Und könnt euch da schon mal ein bisschen umgucken, was es da noch alles für Produkte gibt. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ja, ich habe mir gedacht, ich könnte noch ganz schnell den Matcha de Coco testen. Also Matcha-Tee mit Kokoszucker habe ich mir gleich mal schnell nochmal aufgegossen. Und ich muss sagen, der schmeckt wunderbar weich und wirklich, also ich finde die Süße jetzt eigentlich genau richtig. Das waren jetzt ein bis zwei Teelöffel. Ich weiß ja nicht, wie viele Tütchen drin waren, leider. Das waren so 1,5 ungefähr auf einer Tasse. Und schmeckt wirklich, ja, wie gesagt, wunderbar weich und nicht so kräftig. Bei Matcha-Tee ist es immer, also für mich ist er oft auch einfach zu kräftig. Da muss ich echt extrem wenig Matcha-Pulver reinmachen. Aber der hier ist wunderbar. Also Matcha-Tee mit Kokoszucker ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja, und wenn ihr Matcha-Tee-Fans seid, dann sowieso. Okay, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüss.